So, und willkommen wieder zurück zu Diablo 3. Ja, euer Giatobi macht sich jetzt hier weiter auf Albtraum hier mit Akt 1, hier mit Diablo 3 online. Und ja. Dann gucken wir mal, was uns da noch so erwarten wird. Das war so ein verrückter Einsiedler gewesen. So, Höhle von Arian. Wow. Sieht schon mal ziemlich krass aus. Alter, der geht nicht tot, ne? Ah, jetzt. Oh, der explodiert auch sogar. Wow. Ah, die Spinnenhöhle. Nein, das werde ich nicht tun. Scheiße, wow. Eieieiei, da haben wir keine Chance. Puh. Keine Chance gehabt. Yo. Das ist mal was Nützliches. Das ist richtig derbe, was Nützliches. Spiralförmig, das hört sich auch ziemlich fies an. Der eine Typ geht ja voll dabei. Okay. Das müsste hier unten irgendwo sein. Oder war der da schon? Wait. Chill euer Leben, yo. Ich denke mal, ich werde auch hier dieses Dings dann hier einsetzen, denn. Also Pfeilhagel. Hat mir eher sowieso besser gefallen. Das ist ja geil. Lol. Was bringt das? Düstere Wolken. Können wir noch nicht anklicken. Los, gib uns Kohle. Das ist sehr cool. Yeah. Das bockt schon irgendwie, finde ich. Das geht voll ab hier. Besonders diese Chakrams, ey. Die sind so geil. Erinnert mich irgendwie an das Chakram Shurigan. Das ist so geil. So ein bisschen so Naruto-mäßig für dich. Wow. So. Wo ist die Riesenspinne? Diese Königin. Eine gute Frage. Sieht so übelst krass aus. Was bringt nochmal der Fledermaus? Disziplin.
Gibt's irgendwie was, wo er uns auch Hass geben kann, damit wir schneller Hass kriegen können? Müssen wir mal schauen. Hey! Stirb! Okay, gucken wir mal. Hass. Cool. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, wo wir jetzt gleich die Königin finden werden. Ah, erlittener Schaden wird jetzt reduziert. Das ist auch schon mal kurz cool. Da kommen wir nicht weiter. Wie kommen wir zu dieser Königin? Ah. Hier haben wir zum Beispiel jetzt schon einen goldenen Feind gefunden. Nein, halt mir ein bisschen von mir fern. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Yeah. Schlachthaus. Meine Herren hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre Liebe. Die Kammer der Königin. So, jetzt sind wir hier drinne. Sprecht mit der im Netz gefangene Frau. Die Gedärme aus dem Körper. Oh nein, nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Oh ja. Da kommt sie. Feuert eine gewaltige Salve. Sie suchen da Salvenpfeile ab. Pfeile ab, die auf Gegner herabregen. Das ist jetzt auch schon mal nice. Das gefällt mir besonders bei Pfeilhagel, denn. Da jetzt kommt wieder die Königin. Los, schalten wir sie aus. Nein, nicht so. Komm her. Pfeilhagel. Komm, die Pfeile verfolgen dich. Was für ein Gemetzel hier jetzt wieder. Das geht richtig ab hier, Leute. Oh yeah. Yeah, cool. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen?
Ah, okay. Hochlandkreuzung. Es war schrecklich, dort festzustellen. Ich suche eine. Ich bin nicht. Tö. Da hat sie es ja noch wohl noch geschafft. Findet den Stab der Kasra. Hm. So, den haben wir jetzt gefunden. Mal sehen, was uns da als nächstes erwartet. Oh. Weltmotten. Die Weltmotten. Oh. Das sind aber ziemlich viele Gegner. Nichts Nützliches, schade. Es passiert momentan jetzt gar nichts, wir laufen so einen langen Weg. Ah, her teleportiert. Die Chakrams sind voll übel, Mann. Das ist einer der besten Sachen, die es eigentlich gibt für die Dämonenjägerin. Das ist echt so. Spürt die tödlichen Spiralen der Chakrams. Nein! Durch seine Explosion sind wir gestorben. Was für ein Schuft. Yeah! Wir kriegen echt immer eine Menge, finde ich. Aua! Eieieiei! Lass mich in Ruhe! Nein, wow. Lässt jetzt so viele Feinde aus oder warum verfolgen mich viele so? Ich bin verwundet. Wow, nicht schon wieder, ey. Alter, die laufen einfach so durch. Ich muss auf diese komischen Pflanzen aufpassen. Das Gift ist ganz schön nervig in diesem Spiel. Wow. Alles, was lähmt, schwächelt oder sonst irgendwas, das mag ich sowieso nicht bei sowas. Das ist richtig fies. So. Dann mehr Ruhe, du Riesenbaum. Oh nein, lass mir Ruhe. Ja, geschafft. Ich warte immer noch. Alter, der Baum und seine komischen Pflanzen, ne? Aber was ich cool finde, ist ja, wir können ja oft irgendwie jetzt Feuerhulk einsetzen. Was mich eigentlich ziemlich wundert. Also nach der Abklingzeit immer. Bockt schon. Eieieiei, geht das hier ab hier? Mit den Dunkelmond-Clan und alles. Meine Kraft ist
zurückgekehrt. Nur noch Gemetzel. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Nehmen wir so ein verfluchtes Netz. Eieieiei. Da bin ich gar nicht gewohnt bei so vielen Gegnern. Wieder diese eigenartigen Pflanzen. Wieder wohl. Joho. Ich verliere Kraft. Aua, aua, nein, nicht gut. Das tut weh. So, jetzt haben wir Angriffsgeschwindigkeit, was ich auch wieder nice finde. Ach, da unten. Ah. Da unten geht es lang. Ich glaube, da sind wir aber schon denn am Ende des ersten Aktes, denn wenn wir das da geschafft haben. Komm her, bleib hier. Naja, es geht. Ich war jetzt nicht das Tollste von Tollsten, aber passt schon. Wir haben wenigstens diesen Giftzweck erledigt. Da kann ja immer was Cooles verborgen sein. Was wir von denen immer kriegen können, ja. Wow. Sie suchen der Pfeil, das bockt immer. Das bockt immer. Na, seht ihr, die Schaltkranz gehen ab, ne? Okay. Wo sind wir jetzt hier? Neorix, ja, Jagdgründe. Eine gute Frage. Die scheint irgendwie so ein Beschwörungsportal zu sein. Ah, super. Müssen wir hier irgendwo nur den Innenhof von Neorix Anwesen finden. das sieht mal schon sehr gut aus. Toter Dorfbewohner. Nein, ja, der wird mitgenommen, na gut. Oh, wir sind. Goyner ist auch wieder mit dabei. Den machen wir jetzt mal platt. Den Bagger hier. Boom, da zerplatzt der halt. Ah. Da ist jemand gestorben. Das ist wieder so ein Monument. Leichtfüßigkeit. Den Sammelradius. Wow, und wir bewegen uns jetzt viel schneller. Das ist ja richtig nice. Rein da. Leorix Anwesen. So weit sind wir jetzt schon gekommen. Wow. Schaut mal einer mal das an, ey. Das ist doch mal krass. Unheiliger Sklave. Boah, ey. Krasse Sache hier.
Mund und stirbt! Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Ja. Ihr werdet in eurem eigenen Blut ertrinken. Sie haben uns. Betrete die erste Ebene der Hallen der Agoni. Die beiden spielen auf Infernoway. Boah. Wir haben immer noch Leichtfüßigkeit, aber nicht mehr lange. Was eigentlich doch voll nice wäre, die ganze Zeit zu haben. So. Gold. Wow. Yeah. Noch mehr Dämonen. Ich brauche mehr Zeit.